dann bitteschön. Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hitradio RT1 mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1-Sportreporter und ATV-Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Krapf. Servus, die Herren. Moichen. Morgen, Servus. Ich würde den Podcast gerne Sascha Mölders Punktegott nennen. Oh, das ist aber stark. Weil er war im Stadion. Also er hat tatsächlich ganz kurzfristig sich entschieden und ja. Er hat außer einmal in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen gegen Leipzig im Pokal nur Siege gesehen. Pokal zählt da nicht. Ist ja auch nicht so unser Wettbewerb. Es ist wirklich Sascha Mölders. Immer wenn er da ist, haben wir einen Sieg zu Hause. Kann man dem vielleicht eine Dauerkarte? Achso, der spielt ja selber noch Fußball. Wir haben jetzt ein Problem am Mittwoch gegen Mainz. Ja. Da spielt er selber Fußball. Echt, oder? Ja, was machen wir denn da? Ja, wir haben gesagt, scheiß drauf. Ja, kann Mallorca ist nur einmal im Jahr. Kann denn der Dorfclub nicht ohne ihn mal ein Spiel? Ich glaube, deswegen haben sie ihn geholt oder weil sie nicht können. Aber naja. Ja, aber es. Ja, also danke, Sascha. Schön, danke, Yvonne. Schön, dass ihr da wart. Danke, Leo war auch mit dabei. Ja. Der Bube. Ja. Jetzt, cool war's. So, lustig. Dann wissen wir, warum wir das Spiel gewonnen haben. Danke fürs Zuhören. Und wir müssen ja mehrere Podcasts machen diese Woche. Das ist ja das. Wir müssen Zeit sparen. Das haben wir noch gar nicht final besprochen, gell? Ja. Sollen wir das jetzt? Wir können ja jetzt Brainstorming machen. Ja, theoretisch drei Spiele, drei Podcasts. Von mir aus brauchen wir nach dem Bayern-Spiel keinen machen. Das stimmt. Da würde ich auch jetzt mal sagen, eher Mainz als der FC Bayern. Schon, oder? Mhm. Oder wir gewinnen in München. Ich weiß nicht, also es ist ja dann schon unser Anspruch, zu allem was zu sagen immer, oder? Also dann würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal einen gegen Mainz, oder? Ja. Außer wir kriegen auf unserer Facebook-Seite der Podcast Feuer und Flamme mehr als drei Leute, die keinen Bock drauf haben, dann sollen sie es uns da hinschreiben, wenn sie es finden. Das wird nicht passieren, weil die Seite gibt es ja nicht. Ja, also ich finde immer noch, das bräuchten wir. Gerade wenn ich sehe, was die Kolleginnen und die Kollegen aus der Region alles so auffahren mit den ganzen Seiten, da sind wir echt ganz schön hinten dran. Aber dann 23 Aufrufe schaffen wir nicht. Aber weißt du, das Problem ist halt, wir sind... wir sind halt in allen Statistiken sind wir hinter denen, außer bei den Hörern. Und jetzt lass uns doch mal gucken, wie das jetzt war mit den Statistiken von unserem Spiel gegen die Wölfchen. Die Statistiken sind ja immer so die Sache, weil ich sag mal, in Sachen Ballbesitz gestern waren wir nicht vorne, in Sachen Ecken waren wir nicht vorne, in Sachen gewonnene Zweikämpfe waren wir auch nicht vorne, aber es hat im Endeffekt niemand interessiert. Kurze Umfrage erstmal, wo hast du geguckt? Du warst im Stadion, Max, natürlich, VIP-Lounge mit Weinschorle. Ja. Mhm. Tom hatte ein sportliches Problem, denn du wolltest beides anschauen oder musstest. Erst also das sind ja Luxusprobleme in dieser Stadt, dass du zwei Erstligisten in entscheidenden Saisonphasen verfolgen musst. Genau. So, das gehört also mit, du warst mit bei zum den, Job. Bei den Panthern erstmal. Genau, ich habe mir die Panther angeguckt und habe dann den FCA rechtzeitig mir noch reingezogen. Und das war dann erstmal so ein Parallel-Ding, ne? Also iPad, Fernseher, so das ist alles ein bisschen parallel geschaltet. Hast du das zu Hause gemacht, oder? Das habe ich zu Hause gemacht, ja. Ich habe es genau andersrum gemacht. Ich habe im Stadion mir das Pantherspiel angeschaut am Anfang, also solange es noch nicht losging. War ganz interessant. Habe mir dann immer aufs Ohr sagen lassen, wie schaut's aus bei den Panthern? Ja, 1-0, 2-0. Aber Tom, wie wäre das gewesen jetzt bei den Panthern? Die hätten ja, es gab ja tatsächlich trotz einer mittelmäßigen Saison noch eine Chance auf die Playoffs. Und das war, glaube ich, echt knapp am Ende, oder? Also es hätte einfach am letzten Spieltag so laufen müssen, dass der AIV sein Spiel gewinnt, haben sie gemacht. Ja. Zu Hause 3-0 gegen Düsseldorf, blitzsaubere Leistung. Eine der wenigen in dieser Saison leider. Und ansonsten hätte Köln zu Hause verlieren müssen gegen Ingolstadt. Mhm. Aber Ingolstadt nicht so viel Bock gehabt, die Kölner irgendwie auch nur im Ansatz unter Druck zu setzen. Wo doch eine Fanfreundschaft besteht. Wo doch so eine Fanfreundschaft besteht, genau. Und und Köln hat eigentlich auch nichts gemacht, hat sich mehr oder weniger aufs Verteidigen konzentriert, hatte einen ganz guten Goalie und so, dann geht's halt 0-0 aus. Und das ist natürlich maximal bitter. Allerdings muss man jetzt fairerweise schon auch sagen, über die gesamte Saison hat der AIV jetzt die Teilnahme an den Playoffs auch nicht außerordentlich verdient, muss man schon sagen. Wusste man ja vorhin, dass Helmut Deraf ein guter Torwart ist beim Kölner EC. Jetzt kommen wir von dem einen 3-0 zum nächsten 3-0. Das ist eigentlich schon witzig. Beide Mannschaften 3-0 gewonnen. Ja. Für uns war das ja das, nein, wir sagen nicht das Wort Befreiungsschlag, aber Motivation für mehr. Es war ein
gutes Spiel fand. Also ich sag mal, bevor ich dann das Wort an Tom übergebe, ich sag mal, für mich war das eine unglaublich überraschende Situation, ein sehr, sehr überraschendes Spielergebnis, so sehr, sehr überraschender Auftritt unserer Mannschaft zu den größten Teilen des Spiels. Es war nicht alles Bombe, also nach dem 1-0 hat man schon auch wieder Luft nach oben gehabt, aber nachdem ich dann irgendwie beim Abendessen erzählt habe, dass wenn wir mit einer Viererkette spielen mit Robert Gumni, dass es dann immer ganz gut klappen kann. Da haben dann die Leute um mich herum schon angefangen, den Kopf zu schütteln. Und darum würde ich gerne Tom fragen, mit was für einem taktischen System wir denn wirklich gespielt haben. Ja, genau. Erzähl es uns mal. Ja, aber es, also so in der Grundformation habe ich schon auch am Anfang eine Viererkette gesehen. Das hat sich dann im Laufe des Spiels so ein bisschen variabel verschoben. Über die rechte Verteidigerposition ging jetzt nichts nach vorne, so, ne? Deswegen, also Robert Gumni, glaube ich, hat die Mittellinie nicht gesehen und entsprechend war das schon ein sehr defensives Grundkonstrukt, das man schon eher als variable Dreier-Fünfer-Kette bezeichnen darf. Allerdings war es in dem Spiel aus meiner Sicht auch relativ wurscht, wie du den Abwehrriegel da hinten stellst. Du musst ihn halt stellen und du musst halt Zweikämpfe gewinnen und weißt du, das ist ja bei uns mittlerweile so, dass du dich ja komplett auf einen verlassen kannst und das ist halt Reece Air Oxford. Yes. Der performt das Ding ja einmal komplett in der letzten Linie weg. Da brauchst du ja gar nichts mehr. Also das ist ja ein Wahnsinn, was der spielt. Maximilian, bitte. Für die, die es nicht sehen, ich melde mich gar nicht. Ja. Wobei ich da eins aber dazu sagen muss, ich bin komplett bei euch und bin der größte Fan und könnte ihm 1000 Stunden lang zuschauen. Aber es gab eine Situation als ein Matcher in der ersten Halbzeit dann zum Torabschluss kommt, wo vorher ein paar Fehlerchen waren, da hätte auch Reece die Möglichkeit gehabt, den Ball zu klären und trifft ihn dann beim Grätschen nicht sauber und da haben wir, das war eine von drei oder vier Situationen, wo wir wirklich einen super Torwart im Tor gehabt haben mit Rafa Gikiewicz. Ich bin nicht sein größter Fan, aber das gestern war schon gut. Fünf Paraden habe ich noch im Review gesehen, also schon ordentlich, also hat es uns auch gerettet, muss man sagen, und zu null gegen Wolfsburg ist jetzt auch nicht gerade alltäglich. Ja, ist so. Lassen wir mal so stehen. Abschlüsse, ja, oder Abschlussqualität der Wolfsburger. Glaubst du, dass er die er gehalten hat, halten muss? Weil das habe ich auch gehört. Vom Handschuhpapst, den ich auch mal grüßen will, das ist Christoph Nowak, ein FCA-Fan weiß ich gar nicht, aber der hat eine Handschuhfirma, Popes heißen die. Der ist wirklich ganz gut vernetzt in der, also richtig gut vernetzt in der Torwartwelt. Und der hat auch gesagt, die Bälle, die er halten hat, müssen die halt gehalten. Ja, aber der eine, der da mit der Hand gerade noch rausgefischt hat, das war schon ein geiler Reflex. Also ja, ob ihn jeder hält, weiß ich nicht. Das ist ja immer Marco. Bundesliga-Torwart. Ja. Sollte dir in solchen Situationen Spiele retten, sollte dir Bälle halten. Ja, und können ist wir uns der schon Job. Also finde ich schon, darf man sich darauf einigen, dass das eine Leistung war, die in der Bundesliga so gefragt ist und die man dann auch so liefern muss. Genau. Okay. Im Übrigen von der ganzen Mannschaft. Mhm. Also diese Leistung war gefordert. Viel kämpfen, viel laufen, unglaublich viele Sprints, intensive Läufe, wie man jetzt neudeutsch sagt, oder seit ein paar Jahren sagt man intensive Läufe. Ein Sprint ist kein... Ja, Sprinten halt. Lauf halt! So. Nee, also ein intensiver Lauf. Davon gab es beim FC Augsburg wahnsinnig viele, angetrieben von 25.000 heißblütigen Fans. Und da hast du natürlich gemerkt, was das für einen Unterschied macht. Also obwohl ja total. die Voraussetzungen erstmal gar nicht so gut waren, als am 1. April, jeder dachte, das ist ein Scherz, Trainer Markus Weinz hier gesagt hat, Gregal nicht dabei, Udo Kai verletzt, dann Ruben Vargas dann auch noch krank. Also das ist ja schon so die Stammformation mit gewesen. Ja, aber trotzdem konnten wir haben einen guten Kader. Aber was sollen denn die Wolfsburger sagen? Denen ist der wichtigste Mann ausgefallen. Wer denn? Mit Corona. Ja, jetzt überleg mal, oder sollen wir Tom fragen? Ach du meine Güte, ja, das habe ich ja völlig vergessen. Ja, also Toms... Gott sei Dank war Herr Schmattke da. Toms Freund Florian Kohfeldt, übrigens, meine Damen und Herren, war Corona-bedingt nicht da. Und da muss man dann schon auch sagen, ich weiß nicht, ob hast du nicht gesehen, weil du nicht im Stadion warst, aber Jörg Schmattke, der Manager, Sportdirektor von Wolfsburg, das ist der immer die erfolgreichen Trainer rausekelt und dann Florian Kohfeldt holt, der hat sich vor diesen Co-Trainer gestellt in so einem
wie sagt man da, Daunenmantel, ja, den Zelt, normalerweise in dem Daunenzelt, den normalerweise nur der Sensenmann hat, wenn er dich abholen kommt. Und da hat sich der in einer Art und Weise wichtig gemacht, was er dann erst ein bisschen revidieren konnte bei der Pressekonferenz. Da war er dann cool und hat gesagt, zu wenig von Wolfsburg, so wie es Augsburg gemacht hat, muss man es machen. Und da haben wir dich ja gerade unterbrochen. Ja, glaube ich, aber der Co-Trainer war ja eigentlich zuerst an der Linie gestanden und dann durfte er nicht mehr. Hast du gesehen, wie sich dem sein Blick immer mehr verfinstert hat? Weil der hat am Anfang auch gedacht, das ist sein großer Tag und irgendwann hat sich das Zelt vorher auf. Nach, auch gut, das war echt total. Wenn nach 50 Sekunden dir die erste Schelle passiert, dann ist natürlich auch schwierig. Das kannst du doch nicht machen. Also. Kannst du nicht den Co-Trainer, der da stehen soll, einfach wegschicken. So also ungefähr. Gut, ganz kurz nochmal, Rolf. Du sagst natürlich von 25.000 Fans angetrieben. Ich sage... Das hat er gesagt. Okay, dann hat Tom gesagt, dann sage ich aber, da geht auch noch mehr. Also es ist ja so, dass wohl offensichtlich am Tag der Freiheit alle Ultras in ganz Deutschland gesagt haben, wir halten... Da Fackeln hoch, das haben die Ultras des FCA auch gemacht, wunderschöne Bilder, aber auch da, finde ich, geht noch mehr. Weil wenn wir schon Strafe zahlen müssen und wenn sich da alle irgendwie einmal drauf einigen, dann wäre es halt auch gut. Also so Mannschaften mit einer Fankultur wie Dresden oder viele andere Clubs haben das, finde ich, noch besser gemacht als wir. Aber auch das Spiel gegen Mainz. Meine Damen und Herren, erinnern Sie sich, die haben uns ein Spiel abgesagt wegen Corona. Sei es gerechtfertigterweise oder nicht, aber lasst uns bitte am Mittwoch um 18.30 Uhr gegen Mainz eine Hütte präsentieren, die auch einem Bundesliga-Standort würdig ist. Also ich meine, es war schon ganz gut, aber es kann schon noch besser werden. Tickets gibt es ja noch. Ich meine, Tickets. Ja, bitte kaufen. 18.30 Uhr ist eine schöne Zeit für uns. Ja, 18.30 Uhr ist nicht der Preis, das ist die der Anstoß. Ja, schon klar. Und dann heißt es dann Champions League. Ja, genau. Champions League übrigens, bei der der VfL Wolfsburg zu Beginn dieser Saison noch mitgemischt hat. Mhm. Darf man auch nicht vergessen, mit exakt diesem Kader. Mhm. Ja, Tom, waren die gestern so schwach, wie ich das gesehen habe? Ja. Also, ich meine, weißt du, die fahren da jetzt auch nicht die Spieler auf, die vielleicht irgendwo in der zweiten Mannschaft trainieren, sondern da steht ja auch wirklich was auf dem Platz. Ne? Ja. Keine Mannschaft mag es gerne, wenn sie gegen den FC Augsburg in Augsburg spielen muss und der FC Augsburg so ein Spiel abliefert. Jetzt müssen wir schon natürlich fairerweise sagen, dass dir das Tor nach 51 Sekunden natürlich extrem hilft. Also das hilft der ganzen Atmosphäre im Stadion, das hilft der Mannschaft, Sicherheit zu bekommen und das hilft auch dem Gegner mal so einen Nackenschlag zu versetzen, dass die halt sagen, boah, ist eh eklig hier und ist auch kalt irgendwie und Augsburg und Sonntag und 15:30 und wir müssen ja heute auch noch heim und alles. Und Max Kruse hat einen Twitch-Stream am Abend wahrscheinlich und muss auch gucken, dass irgendwie die Shisha angeheizt wird. Also das ist ja alles nicht so einfach. Tom, weißt du eigentlich, wie oft Sascha Mölders im VIP-Bereich gehört hat? Was denkst du, was er wohl gehört hat? Dass er im Stadion der schlankeste Stürmer war. Absolut. Also der nicht Fußball gespielt hat. Genau. Also man muss wirklich sagen, in diesen türkisfarbenen Trikots, was ja schon auch hart war fürs Auge, wir rot-grün, Rafael Gikiewicz hellgrün, die Wölfe in einem Türkis, wie man es selten sieht, und dann noch diese ganzen WWK-Grüns, die da noch mit reinspielen, das war fürs Auge schon sehr anstrengend. Und Sascha hat wirklich sehr oft gehört, am häufigsten von seiner Gattin, wenn irgendeiner nochmal über ihn sagt, er sei ein fetter Stürmer, dann ist aber jetzt echt Polen offen. Geil. Max Kruse. Ja. Nutella formte diesen Körper. Ja, kein Bodyshaming. War aber der einer der Nutella-Boys auch? Weiß man da was weiter? Gab es ja mal bei der Nationalmannschaft, gab es ja mal die Nutella-Boys? Nee, also ich glaube Max Kruse hat es nie in die Nutella-Boys-Fraktion geschafft, weil Max Kruse es ja nicht mal richtig in die Nationalmannschaft geschafft hat. Wobei man dazu sagen muss, es ist auch nicht schlecht, weil die Nutella-Boys sind irgendwann alle von der Bildfläche verschwunden, so wie Tobias Rau und so. Also jeder, der da mal von Nutella Werbung gemacht hat, hat kein gutes Karriereende genommen. Das ist so. Aber wir schweifen gerade ab, Leute. Wir waren doch gerade bei Wolfsburgern, die uns nicht gefallen haben, Gott sei Dank. Kann ja auch sein, dass mich Tom jetzt dann gleich verhaut, wenn ich ihn noch ein achtes Mal unterbreche. Naja, aber das ist ja heute, du bist in einer Plauderlaune heute an so einem Montag mit einem 3:0 im Rücken, das gefällt mir. Ja klar, das schiebt ja an. Ja, das schiebt ihn wirklich an. Also Wolfsburg, ich glaube, diese Leistung, die ist, mein Gott, indiskutabel. Ja. Also nichts nach vorne, keine vernünftigen Abschlüsse und also wenn dann mal Abschlusssituationen da waren, dann waren die ja von einer Qualität, sagst, da darf dann schon gern ein bisschen mehr passieren. Druckphasen habe ich gar keine gesehen, also keine richtigen Druckphasen. Es gab halt Spielkontrolle in bestimmten Phasen dieser Partie auf Seiten der Wolfsburger. Anders kommt die Spielstatistik in Sachen Ballbesitz ja auch nicht zustande.
Aber so richtig gefährlich habe ich das Team jetzt nicht gesehen. Vielleicht am Anfang der zweiten Halbzeit. Die einzige Halbzeit, ne? Problematik, ja, ja, die ich halt in der ersten Halbzeit wahrgenommen habe, war natürlich diese sehr frühe gelbe Karte von Niklas Dorsch. Da hast du schon gemerkt, das könnte zu Problemen führen. Als er da gegen Metscher, glaube ich, in der, keine Ahnung, irgendwie Mitte der zweiten Halbzeit mal einen Sprint mit einer Grätsche von hinten oder mit einer Attacke von hinten im eigenen 16er fair beendet. Das war aber nicht er in der zweiten Halbzeit, war er ja erste Halbzeit. Also, okay. Ich sage erste Halbzeit, du musst mir schon zuhören. Ja, dann hörst du nochmal rein. Also gut, weiter, ja. Habe ich zweite Halbzeit gesagt? Ja, das wurscht. Na gut, also und das war stark. Wir treffen uns gleich nachher zur dritten Halbzeit. Mach dich jetzt schon mal warm. Ja, also das war richtig stark, wie er den abräumt, klasse, aber Markus Weinzierl und das Trainerteam haben dann schon auch beschlossen, es darf in der zweiten Hälfte dann ein bisschen weniger Risiko sein auf der 6 und haben dann Carlos Grueso gebracht, der das beste Spiel gemacht hat, das er für diesen Verein je absolviert hat, zum ersten Mal, das ist ganz, also das mag jetzt ein bisschen ironisch klingen, aber zum ersten Mal die Mittellinie überquert in der Offensive. Was auch beim 3-0 übrigens ganz schön wichtig war mit Pepi zusammen. 3-0, ja. Fantastisch rausgespielt. Und der kann es ja. Er muss sich es nur zutrauen. Also er kann ja diese kurzen Bälle klatsch gehen, sagt man dann im Fußball-Jargon. Also einfach nur mal schnell den Ball prallen lassen und dann wieder die Tiefe im Raum suchen, um einfach wieder Anspielstation zu geben, um wieder die Position nach vorne zu verlagern. Das kann er ja. Er hat das ja drauf. Er traut sich's nur viel zu wenig. Beziehungsweise muss man auch sagen, vielleicht ist es an bestimmten Punkten auch taktisch nicht gewollt, ja, dass er diesen Weg über die Mittellinie drüber macht, weil halt natürlich die Löcher entstehen können. Wolfsburg hat das alles zugelassen an diesem Nachmittag und deswegen konnte Carlos Grueso in der zweiten Halbzeit auch extrem glänzen. Vielleicht war er einfach auch nochmal, hat auch einen Rückenwind gehabt durch die WM-Qualifikation seines Landes. Kann Ecuador. Auch sein, ja. Hat ja Ricardo Pepi, der relativ lange gespielt hat, durchgespielt, nicht, glaube ich, oder? Nee, nicht ganz. Hat sich auch qualifiziert, konnte jetzt das mit dem Rückenwind nicht so zeigen in der Situation, da eben mit Grueso in dem Doppelpass vor dem 3-0, ja. Ansonsten ist er meiner Meinung nach sehr häufig von Caligiuri irgendwie vergessen worden. Also Caligiuri hat in der ersten Halbzeit 3 oder 4 Mal die Möglichkeit, ihm den Ball in den Lauf auf der rechten Seite zu spielen, wo ich mir schon gedacht habe, ist Caligiuri sauer, weil Italien nicht zur WM fährt und Pepi schon, aber keine Ahnung, woran das liegt. Das war auf jeden Fall komisch. Ja, dann haben wir noch, dann möchte ich noch auch ganz explizit dazu sagen, das, was Florian Niederlechner gestern abgeliefert hat, das habe ich ihm auch nicht mehr zugetraut. Ich habe den unter der Woche noch in der Annastraße gesehen, da hat er telefoniert mit seinem sympathischen Akzent. Aber auf dem Platz hat er auch telefoniert und zwar mit Caligiuri, den er angefegt hat, mit dem er gesagt hat, also er hat wirklich Führungsspielerqualitäten bewiesen und es ist technisch auch nicht immer Champions League. Aber er hatte dann auch oft sich das Ballglück erarbeitet und hat echt ein richtig gutes Spiel gemacht und war nach Jago und Mats Pedersen auf der linken Seite absolut Spieler des Spiels an diesem Tag. Mhm. Und da ist dann was, wo ich sagen muss, es war jetzt das erste Mal seit 100 Jahren, dass unser Schweizer Internationaler Ruben Vargas ja wohl offensichtlich wegen einer Verletzung nicht zum Einsatz kam. Und da muss ich sagen, weiß nicht, ob das auch passiert wäre, wenn er nicht verletzt gewesen wäre. Und wir haben jetzt mal gesehen, dass du mit Sicherheit verliert der im direkten Vergleich gegen Jago oder auch gegen Pedersen. Vargas. Gegen Pedersen, meinst du? Nein, aber auf technischer Seite, gegen Jago und Vargas, wer halt da so auf der linken Seite spielt, wo Pedersen eben auch spielen kann. Mhm. Ah ja, okay, jetzt habe ich es, ihr habt schon recht. Mhm. Aber da sticht halt Pedersens Kampfattitüde dann manchmal tatsächlich auch die Kleinspielerei von Vargas und das war echt richtig. Pedersen hatte viel Platz, das liegt ihm. Auch beim Tor, also also wir haben 3 geile Tore gesehen, das muss man wirklich sagen. Und das Tor vom Pedersen, also super. Voll ins Kreuzeck. Hat mich an einen gewissen Staphylidis erinnert, den in seiner besten Zeit. Also den hat er, glaube ich, einfach Volley genommen, oder? Ja. Den hat er nicht gestoppt, den hat er einfach genommen. Wir nennen das beim Eishockey, wir nennen das One-Timer. Volley ist, glaube ich, aus der Luft da. Ja, genau, es war ein One-Timer. Ein richtig geiles Tor. Und wenn sich jemand freut beim Torschuss, dann eher, hast du es gesehen, wo der überall hingelaufen ist? Ich meine, er ist neuer Nationalspieler, das spielt ihm natürlich voll in die Karten. Und habt ihr sein Interview auf Deutsch danach gehört? Nein, das habe ich nicht. Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
Hat er in der heutigen Zeit. Hat er schon lange dran gearbeitet. Ja. Hat er schon lange dran gearbeitet. Und er hat, glaube ich, auch Deutsch in der Schule gehabt. So ja, und er hat sich immer nicht so vor der Kamera, dass sich selten getraut. Also ich habe auch immer ihn versucht zu ermutigen, doch vor Fernsehkameras auch Deutsch zu sprechen, weil so im normalen Gespräch kommst du mit ihm mit Deutsch super klar. Er ist auf Englisch auf jeden Fall ein bisschen noch eloquenter, natürlich, aber macht er auch super. Und klasse Typ, unglaublich mannschaftsdienlich, auch, glaube ich, im Team extrem angesehen, haut sich immer rein. Dem kannst du eh mal in Sachen Kampfgeist nichts vorwerfen. Junger Kerl, hat natürlich auch seine Fehler machen müssen, hat auch viel Lehrgeld bezahlt. Also wir erinnern uns schon auch an einige Situationen, in denen er defensiv halt nicht so wahnsinnig clever agiert hat, wo es dann auch zu Gegentoren geführt hat. Aber er ist jemand, der dir auf der linken Seite auf jeden Fall Präsenz verschafft und der dir auf jeden Fall die Option gibt, dass der Gegner immer einen Zweikampf zwei, dreimal gewinnen muss, weil du gegen Pedersen mit einmal nicht durchkommst. Und das ist was Schönes, weil das einfach für den FC Augsburg in genau dieser Phase der Saison extrem wichtig ist, wo sie ja nun mal möglicherweise alles, was wir gefordert haben in dieser Saison, von wegen, wollen wir ein bisschen besser im Fußball sehen, jetzt halt nicht mehr so gefragt ist, weil jetzt geht's eiskalt um Punkte holen und drinbleiben in der Liga und alles Weitere ist dann halt wieder mal Zeit für den Aufbau der nächsten Saison. Ja, wobei natürlich vor dem Spiel ja schon viele gesagt haben, vielleicht ist der Kader gar nicht so gut, wie wir ja nicht müde geworden sind, immer wieder zu sagen. Ich glaube, gestern hat man schon gesehen, dass der Kader echt gut ist, wenn man ihn lässt. Und du siehst ja auch tatsächlich jetzt in dem Vergleich zu unserer rechten Seite mit Gumni und vor allem mit Caligiuri und der linken Seite mit den zwei Powerbrüdern, die einen Sprint nach dem anderen ziehen, da siehst du schon, was Tempo auch für den Unterschied macht. Ja, und das Spiel des FC Augsburg ist halt nun mal auf Tempo ausgelegt, auf den Außenpositionen. Also wenn es eine DNA gibt, die der FC Augsburg über die Jahre in der Bundesliga etabliert hat, dann ist es eben Tempo auf den Außenpositionen, um da tiefe Wege zu haben und dann eine Boxbesetzung zu bekommen, die möglicherweise im ersten Abschluss oder dann im zweiten, dritten Anlauf dann dir Angriffswellen gibt, die zu Toren führen. Wenn du das nicht hast auf Außen, wenn da die überlaufenden Positionen nicht funktionieren, wenn du das Tempo nicht bekommst bis zur Grundlinie, dann wirst du als FC Augsburg in der Bundesliga relativ alt ausschauen, weil Kurzpassspiel durchs Zentrum nicht die DNA ist und nicht auch nicht die Spielertypen. Allerdings muss man auch sagen, hey, was Arne Meyer abreißt, jede das Woche wollte gerade ich gerade sagen, ja. Echt, das ist mein Spieler des Tages. Maximal respektabel. Abseits von Toren und von mir aus Torvorlagen, was der gestern gezeigt hat, muss gar nicht so auffällig sein. Immer wer sich den Spieler anschaut, der wird das mitbekommen haben. Es ist unglaublich. Ja, es kann nur eine Aufgabe für die Verantwortlich sein. Ja. Der ist ja ausgeliehen von Hertha mit einer Option, glaube ich. Ja. Also diese Option muss gezogen werden. Koste es, was es wolle, möchte ich nicht sagen, aber das ist echt wertvoll, der Mann. Der neue Daniel Bayer. Ja, da streiten sie sich noch so ein bisschen. Ne? Also egal. Niklas Dorsch und Arne Meyer streiten sich so ein bisschen. Ja, dann sind sie halt zu zweit, ist doch egal. Genau, also es ist ja auch schön, wenn sie zu zweit da die Aufgabe erledigen. Haben ja im Übrigen Daniel Bayer, Halil Altintop und wie sie alle hießen, auf der Doppel-6- und 8er-Position auch immer gemacht. Also einer alleine bei aller Liebe und Freundschaft zu Daniel Bayer. So war es dann auch nicht. Da waren schon auch noch 10 andere auf dem Platz. Der Rolf hat uns jetzt gerade noch diese Auswechselvorgänge beim Spiel auf den Bildschirm, auf einen unserer 12 Monitore gelegt. Mhm. So saß ich gestern übrigens. Der Sportstart. Auf der anderen liefen noch die TVA-Herren im Rollhockey wahrscheinlich und die Basketballmannschaft. Und die Basketballmannschaft aus Leitershofen hat gestern unentschieden gespielt. Geht gegen Bayern. Wird ein spannendes Rückspiel. Zu den Wechseln. Ah, okay. Ja, genau. Das ist was, wenn mich irgendwas gestört hat gestern, dann sind es die Wechsel. Was glaubt ihr denn, warum? Aber welcher denn zum Beispiel? Alle. Wenn ich die Wechsel komplett mit reinnehme, dann ja, warum? vielleicht nicht der von Crueso, das war klar, dass der kommen muss. Aber wenn ich bei einem Spielstand von 3-0 zuerst den 34-Jährigen einwechsle und dann den 31-Jährigen einwechsle, dann frage ich mich, was denken sich Lasse Günther, ein Juniorennationalspieler oder Frederik Winter oder wer auch immer auf der Bank. Also müssen wir da so dankbar sein für das, was Alfred Finnbogason bei uns abgeliefert Jan hat? Jan Moravec und Finnbogason, die letzten zwei Wechsel. Natürlich, da. Also das ist für mich absolut unverständlich. Wir haben ja jetzt sowieso in dieser Saison nicht einmal gesehen, dass man das Gefühl hat, außer es geht gar nicht anders, dass man irgendwann mal einen jüngeren Spieler sich anschaut oder sieht, ob es weitergeht. Aber ich kann doch in so einem Spiel
Spiel bei 3-0 bringe ich doch in der 75. Minute Lasse Günther. Vor allem, wenn ich auf der linken Seite zum Beispiel jemanden gehabt habe, der eh schon das Spiel der Spiele gemacht hat. Also das ist was ich gemacht hätte, um einfach auch zu zeigen, übrigens auch der kompletten FCA-Nachwuchsabteilung, hey Leute, geht weiter in Trainieren, da geht was. Ja, kann man so. Aber es scheint euch nicht aufgefallen zu sein. Also mich hat das tatsächlich geärgert. Ja, mir fällt es ehrlicherweise nicht auf, weil es ja immer so ist. Also ja, wenn du eine gewisse Routine hast, was so Personal angeht in der Mannschaft, dann fällt dir tatsächlich, also fiel mir jetzt gestern nicht auf, dass da tatsächlich ja noch Frederik Winter und wer saß da noch draußen? Ja, Lasse Günther. So, also die, denen Bundesliga Minuten vor 25.000 gut tun, ne? weil du natürlich da auch, ich glaube, die haben noch kein Spiel vor so einer Kulisse gemacht. Ja. Also das ist klar, dass die müssen auch an solche Momente und an solche Gegebenheiten rangeführt werden, wäre ein Zeitpunkt gewesen gestern auf jeden Fall. Also ja, kann man so sehen. Fällt mir aber tatsächlich nicht auf, weil ich es nicht anders kenne. Mir ist auch nicht aufgefallen. Ja, ist aber vielleicht halt auch das Haar in der Suppe zu suchen, wenn man 3-0 gewonnen hat, irgendwie in diesem wichtigen, wegweisenden Spiel, aber trotz alledem. Also es ist schon so ein Signal an alle, die da irgendwie an der Nachwuchsabteilung des FCA beteiligt sind und vor allem halt auch an die Spieler vielleicht selber. Vielleicht das nächste Mal. Ich meine, ich dachte mir vielleicht für Finn Bogason noch ein paar Spielminuten, dass er das ein bisschen reinläuft. Aber da ist doch wirklich drauf geschissen, ob der jetzt noch ein paar Spielminuten kriegt oder nicht. Das ist mir scheißegal, weil mir geht es natürlich darum, was passiert mit dem FCA in der Zukunft. Und da schaue ich natürlich, dass ich eine Plattform für die jungen Spieler finden. Der Schiri hat ja eh zu früh abgepfiffen. Habt ihr das mitbekommen? Keine Sekunde. Schon ein paar Sekunden. Ich meine, das wäre ja vielleicht nochmal spannend geworden. Nein, das ist doch völlig wurscht, oder? Aber offiziell. Ja, ich glaube, die Wolfsburger waren sehr, sehr froh. Ich habe übrigens gerade, als ich hier mit dem Radl zum Sender gefahren bin, habe ich die beiden Wolfsburger Mannschaftsbusse noch gesehen, die jetzt auf dem Weg auf die Autobahn A8, um dann beide leer natürlich. Wahrscheinlich beide leer, weil die gestern natürlich geflogen sind, du oder? Du glaubst doch nicht. Aber ich hatte, auf diesem Bus steht immer hungrig, ne? Mhm. Immer hungrig. Nee, so, da kann man wirklich, erstens gestern nicht, und da kann man wirklich nur hoffen, dass genügend Sunnyfair-Bons an Bord sind, damit die Buben sich auf dem Weg nach Wolfsburg einiges reinstellen können auf den Autobahnraststätten dieser Republik. Aber bei Max Kruse glaube ich das sofort. Der ist, ich habe mir gestern auch gedacht, hoffentlich ist bald Halbzeit, dass der sich irgendwas reinschaufeln kann, sonst kippt er mal aus der etwas zu engen Hose. Aber das ist vielleicht schon auch ein bisschen das Problem vom VfL Wolfsburg. Ich meine, welcher Spieler geht zum VfL Wolfsburg? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Wolfsburg gewesen ist. Gott sei Dank nein. Gott sei Dank nein. Also ich schon öfter. Wolfsburg hat den, wie kommt's, Autos abholen? Nee, natürlich nicht. Es war damals zum Eishockey. Ah, okay. Ach, weil stimmt. Der Vizemeisterschaft ist schon ein bisschen her. Ich denke aber, dass sich Wolfsburg nicht wirklich groß verändert hat. Nein. Es ist schon, ich sag mal, ja, wenn man da einen guten Vertrag unterschreibt bei VfL, und genau dann wirst darum du da geht's hingehen. Ja. Du hast da Spieler mit einer hohen Qualität, aber das sind aber auch Spieler, die sich irgendwann dazu entschieden haben, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Geld zu verdienen und keinen Wert darauf zu legen, ob sie in einer Region leben, die lebenswert ist, ob sie in einem Stadion spielen, das ein Hexenkessel ist. Es tut mir leid, dass ich so sagen muss, das ist ein Scheißclub. Und da gehe ich nicht hin zum Fußballspielen, wenn ich gut Fußball spielen kann und eine andere Möglichkeit habe. So einfach ist es. Und das war schon immer ein bisschen das Problem vom VfL Wolfsburg. Und die hatten einen Trainer, der das ganze Ding irgendwie in die richtige Richtung gelenkt hat. Das war Oliver Glasner. Aber auch den hat, genauso wie Bruno Labbadia zuvor. Ich dachte, du meinst sowas scharf. Vom Hof gejagt, vergrault. Weil dieser Schmadtke keine erfolgreichen Trainer duldet neben sich. Und deswegen hat er halt jetzt Kofeld. Und spielt nächstes Jahr nicht Champions League. Ja, aber es war ja beim Eishockey damals auch nicht anders. Also wir waren schlimmer. Ja bei allen Playoff-Spielen da drüben. Die haben eine Halle, da weiß ich nicht, wie viel da reinpassen, knapp 3000 Leute. Glaubst du, dass die voll war? Natürlich noch nie. Das war, glaube ich, Halbfinale. Ja, das war Halbfinale. Also sorry, Leute. Ja, das war, da gehen also die Leute in Wolfsburg dann rein, wenn sie vom Konzern eine freie Schicht bekommen, aber verpflichtend müssen sie zum Eishockey gehen, dann gehen die dahin. Aber auch die Spieler sind natürlich da angekommen, weil natürlich da, glaube ich, Skoda damals der Hauptsponsor war und da natürlich Geld war. Mhm. Deswegen spielst du da in Wolfsburg. Die haben ja auch einen Manager übrigens mit Charlie Flieg auf, der jahrelang erfolgreicher Manager beim AIV war. Also wir reden jetzt von den Grizzly Adams.
Und ja gut, also noch ein kleiner Ausflug in die, mhm, in die Fußballstadt und die Eishockeystadt Wolfsburg. Aber die Eishockeystadt Wolfsburg ist erneut oben auf. Ja, ja. Zweiter Platz mega nach der Hauptrunde. Also macht doch keinen Spaß. Also ich habe mit Wolfsburg auch nichts am Hut. Also ich habe da absolut keine Emotionen. Da passiert nichts. Ja. Es sei denn, ich denke an Grafitsch. Ja, und Felix Magath, glaube ich. Und so da, wenn ich daran denke, oder dann zu den guten früheren Zeiten noch Roy Präger und Roy Ratte Präger. Roy Ratte Präger. Oder Juskowiak, falls ich noch die Älteren werden sich erinnern. Andrzej Juskowiak, aber war ein geiler Stürmer, hat mir gut gefallen damals. So. Und das war's dann, das dürfte es dann aber auch gewesen sein, so langsam. Da würde ich zum Ende der Aufzählung kommen. Ja, das stimmt. Meiner Wolfsburger Heroes. Aber wenn du Grafitsch sagst, dann darf auch ein anderer Wolfsburger Hero nicht fehlen, nämlich Felix Magath, der Meistertrainer war damals. Und bei Hertha geht's bis jetzt, also wenn er auf der Bank sitzt, klappt's bis jetzt nicht so gut. Ja. Er war ja zum Anfang Corona krank, da haben sie gewonnen, jetzt haben sie verloren, Gott sei Dank. Ja. Also das war ein gutes Wochenende für den FC Augsburg, oder? Man kann schon sagen, dass dieser Samstag ja auch sehr, sehr gut lief für den FCA. Und? Also das Ergebnis Bielefeld-Stuttgart war natürlich perfekt. Ja. Ein 0:0, nur ein Punkt für beide Seiten. Also das war natürlich erneut eine Steilvorlage, die es am Sonntag dann seitens des FC Augsburg zu verwandeln galt. Und das hat in der Vergangenheit ja auch nicht immer so wahnsinnig super geklappt. Mhm. Deswegen einer dieser Spieltage in einer sehr langen Saison, die maximal positiven Output haben. Ne? Also du hast zum einen dein Spiel gewonnen, du hast es souverän gewonnen, du hast es ohne Gegentor gewonnen und zusätzlich hat die Konkurrenz für dich gespielt. Also recht viel mehr Aufwind und recht viel mehr positive Energie kannst du nicht kriegen an einem Wochenende. Und du hast noch ein Spiel weniger. So, und dann sind wir schon beim Mittwoch. Also das ist genau das. Ist wichtig. Du hast, ja, und das ist ein Heimspiel. Ja. Und du kannst direkt ganz nachlegen. Genau. Und du wann kannst dir eigentlich zwei Spiele hintereinander? Du hast es letztes Mal noch gewusst. Erster, zweiter Spieltag, Saison 2020/21. Also das sind jetzt fast zwei Jahre. Ist eine knappe zwei Saisons her, dass wir zwei Spiele hintereinander gewonnen haben. Ja. Und ja, aber warum denn nicht? Jetzt. Also das haben wir echt schon oft gesagt. Ja, aber du hast aber recht, die Voraussetzungen waren nie besser. Ja, absolut. Richtig. Absolut. Und, kommt ins Stadion, Leute. Und jetzt wäre einfach auch jetzt wäre es auch angezeigt, das genau auch mal einfach mit zwei Heimspielen diese Saison, ich sag's jetzt mal ganz offen, diese Saison zu einem hoffentlich dann entspannt ausfädenden Ding werden zu lassen. Weil wenn du jetzt nochmal drei Punkte holst, dann stehst du bei 32, oder? Ja. Ist richtig im Kopf? Ja, so ist es. Und dann glaube ich, brauchst du weiterhin Punkte. Ich glaube, du brauchst schon so 36, 37, 38 solltest aber du dir schon holen. Aber wir haben ja noch ein paar Heimspiele gegen Gegner. Es sind dann schon noch ein paar Heimspiele. Es sind auch Heimspiele gegen direkte Konkurrenten und gegen schlagbare Gegner. Also es ist nur, natürlich haben wir ja schon oft gesagt, in diesem wunderschönen Format, es ist halt schon wichtig, dass du Erfolgserlebnisse bestätigst und dass du aus einem Erfolgserlebnis ein nächstes Erfolgserlebnis folgen lässt und nicht wieder dir zu Hause dann gegen Mainz ein 0-2 oder 0-3 einfängst, was dir den ganzen Vibe wieder killt. So, und das ist schon wichtig, dass da jetzt diese Welle, die zu reiten, die ist jetzt schon, das ist schon wichtig. Und da kann man nur hoffen, dass alle auch verstanden haben, auch im Club verstanden haben, was es braucht, um Bundesligaspiele zu gewinnen. Und vor allem, und das wäre natürlich schon auch wichtig, gucken, dass man gegen die Mainzer auf jeden Fall die Zweikampfstärke bzw. die Zweikampfquote nochmal ein bisschen nach oben schraubt. Mhm. Denn mit der Zweikampfquote wirst du gegen Mainz mutmaßlich deutlich weniger Land sehen und wirst du deutlich mehr Schwierigkeiten haben, weil Mainz die klar bessere Mannschaft nach vorne ist, als es der VfL Wolfsburg ist. Viel, viel austarierter, mit wirklich exzellenten Einzelspielern auch. Also da muss man wirklich aufpassen, weil mit dieser Zweikampfquote hast du normalerweise in einem Bundesligaspiel relativ wenig zu suchen, es sei denn, du hast den VfL Wolfsburg da, die jetzt so gar keinen Auftrag hatten. Genau, da hast du völlig recht. Und ich habe auch deswegen jetzt in diesem Podcast das ein bisschen weggelassen, so stellen wir es jetzt exponiert an den Schluss, dass die Mannschaft natürlich nach der 1-0-Führung am Anfang sehr, sehr wenig dafür getan hat, das Spiel
dann trotzdem nach Hause zu fahren. Und wir haben schon sehr oft gerade gegen Leverkusen früh geführt und haben dann danach immer die Jacke voll bekommen. 3-4 Gegentore. Das war diesmal nicht der Fall, weil der VfL so schwach war. Aber ansonsten war auch in diesem Spiel von unserer Mannschaft natürlich noch Luft nach oben. 2022 ist für mich ein Scheißjahr bis jetzt. Und deswegen hatte ich wirklich bis gestern 15.29 Uhr das Gefühl, dass wir heuer absteigen. Ganz ehrlich, also wirklich sowas von niedergeschlagen und habe mir gedacht, da geht alles jetzt den Bach runter. Aber nicht nur wegen den 90 Minuten gestern bin ich deutlich besser gelaunt, sondern auch, weil ich gesehen habe, wie die Spieler miteinander umgegangen sind bei dem Spiel. Wie wie auch Markus Weinzierl emotional am Rand gestanden ist, wie die Stimmung danach im Stadion war und so weiter und so fort. Also mir geht es jetzt schon wieder deutlich besser, aber mit 3 Punkten gegen Mainz wird es mir richtig gut gehen. Aber es ist so, dieses Mantra, das ja die letzten Wochen durch die Stadt gejagt wurde, von wegen, hey, Abstiegskampf, wir wissen, was da geht. So, wir wissen, wie die Sache läuft. Wir sind die Profis im Abstiegskampf. Wenn uns da unten, macht uns keiner was vor, Freunde. Da sind wir die Besten. Und ich habe es ja schon, ich habe das schon mit einem gewissen Unwohlsein vernommen, weil es halt auf dem Platz nicht gezeigt wurde, dass man wirklich diese Qualität hat. Und wir erinnern uns, wir waren vor 2 Wochen, standen wir hier und mussten ein Spiel gegen Stuttgart analysieren. Ihr wisst doch, also das ist so, da habe ich jetzt nicht gemerkt, dass der FC Augsburg Spezialist im Abstiegskampf ist. Ne? Da habe ich nicht gemerkt, dass diese Mannschaft der FC Bayern des Abstiegskampfs. Genau, dass diese Mannschaft alle Attribute hat, um in diesem Abstiegskampf zu bestehen. Also dieses Unwohlsein und dieses etwas flaue Gefühl im Magen, das du hast, das hat mich natürlich auch die komplette Saison begleitet und es ist jetzt auch nicht weggefegt. Also dazu braucht es natürlich schon konstant über ein paar Wochen. Ja, ist ja auch ganz einfach, wenn man überlegt, wir gewinnen nicht gegen Mainz und verlieren gegen Bayern, was ja das Zweite ja nicht ausgeschlossen ist. Ja. Dann ist nämlich das gute Gefühl natürlich wieder weg. So, und deswegen, also die Saison ist noch länger, aber natürlich ist dieser Fußball ein Ergebnissport. Und wenn du 3 Punkte hast und im besten Fall jetzt da und noch mal 3 Tore geschossen hast, dann hilft dir das natürlich. Sollte dir helfen. Hat nur dem FC Augsburg in der Vergangenheit jetzt nicht so geholfen. Deswegen bin ich einfach super gespannt auf diesen Mittwoch. Und es kann einfach auch sehr wichtig sein, dass eben der Sieg am Sonntag war und dann du am Mittwoch gleich wieder zu Hause auch nochmal spielen kannst und nicht, keine Ahnung, du einen Punkt ergaunert hast irgendwo in Bielefeld an einem Freitagabend und dann am Dienstag englische Woche irgendwo kalt zu Hause gegen Bochum ran musst oder sowas. Ne? Also das kann dir schon helfen. Jetzt ist so ein Hochgefühl da. Ich hoffe, sie nehmen es mit und dann bin ich super gespannt auf diesen Mittwoch. Muss ein Feuerwerk geben, ernsthaft. Muss ein Feuerwerk geben, 18:30 Uhr, da muss die Hütte brennen. Bist du im Stadion? Ich werde es versuchen, ja. Ich werde es versuchen. Max, sowieso. Völlig. Ich auch. Sollen wir vielleicht gleich nach dem Spiel einen Podcast machen aus dem Stadion? Können wir uns natürlich überlegen. Und wenn es die Leute nicht stört, dass ich dann noch mehr rede als heute, leicht angeschickert. Ich schalte dann einfach das Handy aus, das passt dann schon. Aber nur wenn Tom mit mir das Spiel auf der Haupttribüne verfolgt vor irgendeiner Spielerschwiegermutter. Also das liegt natürlich wie immer nicht in meiner Hand, dass ich ein Spiel von der Haupttribüne verfolgen darf. Dann bleibt der fette Helmut halt mal im Stehplatzbereich. Insofern, Fetti, sorry. Ja. Das überlegen wir uns kurzfristig. So ist's. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja. Wir haben ein tolles 3:0 gesehen gegen VfL Wolfsburg. Weiter so am Mittwoch, Tom hat es gerade gesagt, sehr spannendes Spiel wird es werden. Da 3 Punkte. Ich habe noch eine Sache. Was hast du denn vergessen? Stefan Reuter, ne? Ja? Hat eine neue Hüfte. Mhm. Echt? Ich habe ihn nur mit Krücken gesehen und ich wollte nicht der 10.000. sein. Kennst du das, wenn du verletzt bist? Was hast denn du gemacht? Ist das was Schlimmes? Ich wollte nicht fragen. So wie so Menschen dich nach deiner Schulteroperation Hüfte, ja, genau. Okay. Neue Hüfte bekommen. Also das wusste ich auch nicht. Ich habe auch gedacht, der ist jetzt in dem Alter, wo man halt einfach sich auf Krücken wohl fühlt. Hallo? Bin ich froh. Der ist halt wie ich. Er kann doch nicht so gut damit umgehen. Ja, eben. Ja, also das ist, sorry. Aber daran seht ihr, was der Profifußball mit Menschen macht. Ernsthaft, der Kerl hat seine Hüfte, hat seinen kompletten Gangapparat einmal liegen lassen auf den Bundesliga-Plätzen. Eine Champions League-Sieg, eine deutsche Meisterschaft. Kannst du schon mal machen? Sorry, ich habe auch Hüfte, ich bin kein Profifußballer. Ja, du hast auch Hüfte. Ja, sicher.
Hüfteplasie heißt das. Zum auf dem Grill vielleicht. Nein. Ich habe Hüfte links und rechts. Meine Bewegungsrotation ist Katastrophe. Oh, aber ich habe keine Schmerzen, deswegen muss ich es nicht machen. Aber die neue Hüfte steht mir irgendwann ins Haus. Okay. Ist ja heutzutage aber kein Problem mehr. Vielleicht einfach mal nicht am Mittwochabend. Vorgespräch bei Stefan Reuter, aber ja, da auch mal gute Genesung, ja, und dass das Gelenk sauber eingeschmiert ist. Also er hüfte da schon ganz gut rum. Ja, gut ausgesehen. Ja, also ich habe mich jetzt auch gewundert, mit einer neuen Hüfte, frisch operiert. Das geht schon. Nicht schlecht, was da die Medizin heute kann. Ja. So, sind wir fertig, gell? Also dann. Da muss eigentlich was für zahlen, gell? Für den Spruch. Ciao.